Hi, willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 2, geistige Geister. Wir müssen heute die Ursache des Smogs finden und dafür schauen wir am besten mal auf die Karte, denn die Karte gibt uns nämlich drei Orte an, die mit der Smog-Entstehung zusammenhängen. Und zwar einmal die Schule, das ist der erste Ort. Der zweite Ort, das sollte das Krämerviertel sein. Und der dritte Ort, der mit dem Smog zusammenhängt, ist der Kalebassenteichpark. Ja, das sind die drei Orte, an denen wir heute vollkommen ausrasten werden. Und ich würde sagen, da die Schule uns am nächsten steht, gehen wir zur Schule. Und ah! Ich bin ausgewichen, Mann! Was soll das? Na gut, jedenfalls kann man hier in diesen Bereichen ziemlich schnell Erfahrungspunkte sammeln. Ihr werdet es gleich sehen. Denn, was soll ich Ihnen sagen? Passen Sie auf. Wir müssen nur in diesen Kampf für uns entscheiden und dann kriegt man hier auch schon gut 600 bis 1000 Erfahrungspunkte. Ich würde sagen so 500 bis 1000. Lasst mich diese Aussage mal kurz revidieren. Ja? Glaubt mir, es ist wirklich krass, was man hier an Erfahrungspunkten macht in diesen Kämpfen. Wenn ihr bei Frau Vergelt, Frau Fatal nicht weiterkommt. Es gibt ja viele Leute, die mir sogar heute noch Kommentare schreiben, wegen: Ich krieg Frau Vergelt, Frau Fatal immer noch nicht besiegt. Und ich denke mir so, okay. Ja, ein Glückspilz, ja. Darauf habe ich abgewartet, darauf habe ich abgezielt. Perfekt. Hat es auch endlich mal funktioniert. Ich bekomme immer noch Kommentare von Leuten, die es nicht hinbekommen, Frau Vergelt oder Frau Fatal zu besiegen. Macht es so, wie ich das hier gerade mache. Einfach in den Kampf gehen. Ah, ich hatte es fast. Einfach in den Kampf gehen mit den ganzen Overworld-Gegnern hier. Kämpft einfach gegen diese ganzen fieser Yokai und dann macht ihr hier auch wirklich so um die 1000 Erfahrungspunkte, wenn ihr oft genug reinigt. Und da steigen die Level der Yokai so unfassbar krass an. Macht das, ja? Ich kann es euch nur empfehlen. Na gut, was ist hier los? Was ist hier los, Feschfrosch? Was hat diese komische Maschine denn hier verloren? Das weiß ich doch nicht, aber hier ist Miserica. Ja, moin! Ich bin Miserica und das wird sehr schmerzhaft für euch. Warte kurz, es ist nicht meine Art, eine Dame zu attackieren. Oh, ach was, du hast etwa Schiss, oder? Angst? Nein, ich habe keine. Du bist ein Kröten-Yokai und ich bin ein fieser Schlangen-Yokai. Ich denke, der Anblick deines natürlichen Feindes lässt sich nach Hause rennen. Wenn du es so sagst, werde ich dich dann wohl doch bekämpfen müssen. Aber keine Angst, ich mache dich schnell fertig. So wie 5 Minuten, Terrin. Oh, ich habe keine Angst. Schlangen spielen gerne mit ihrer Beute und verlängern die Schmerzen. Helfen wir Feschfrosch Kai. Natürlich. Denn das ist immer noch mein Ruf, der kaputt geht. Nicht deiner, Feschfrosch, weil du gar nicht kämpfen tust. Du bist eine Sau. Du bist ein Schwein. So, jetzt natürlich erstmal, ja. Ich wollte gerade sagen, Shibani als Ulti-Seel machen, aber... Naja, was soll ich Ihnen sagen, ja? Hat nicht funktioniert. Und man kann sich nicht mit denen anfreunden. Mit den Yokai. Ja, also, dann lassen wir Shibani dann tot. Ist mir jetzt egal. Das macht sowas von gar keinen Sinn gerade hier. Aber gut. Naja. So, ich denke sogar, dass die drei hier die bessere Wahl sind, um gegen Miserica zu kämpfen. Klar wäre die Beseelung... naja, ich denke mal, Shibanden und Mysterioma wären auch gut gewesen, aber da war gerade eben irgendwie keine Ahnung, was das war. So, das Spiel hat absolut überhaupt nicht gegönnt. So, hier mal die Verteidigung ansteigen lassen. Jetzt vielleicht mal die Ulti-Seel von dem guten Washogan machen, damit er nicht Barculia oder wie das Ding heißt, wieder zu Kräften kommt. Weil wir gerade hier echt am Struggeln sind. Das Ganze nochmal aber hier bei Opa Gustus Ulti-Seel. Ich meine,
Bakulia kann ja auch ruhig mal, wenn sie überhaupt Bock hat. Ja, ist klar, ne? Wasserelement und so, ne? Los, Bakulia, mach doch was. Los jetzt! So, ja gut, dann eben nicht. Da macht das Waschugan die ganze Arbeit. Weil Bakulia könnte ja eigentlich auch hier die Sense machen, die Absorptionsattacken. Aber hat es irgendwie nicht so für nötig gehalten, ne? Aber gut, ist in Ordnung. Ich glaube, ich werde mich hier echt krass aufleveln müssen vor dem Finalkampf. So, ich merke das schon. Sei nicht zu erfreut, dass du mich geschlagen hast. Ein schlechter Verlierer, hä? Ziemlich erbärmlich. Ihr Narren habt keine Ahnung von Frau Fagels angsteinflößender Macht. Ich freue mich auf eure Gesichter, kurz bevor sie euch zerstört. Nervig bis zum letzten Moment. Zeit, mich um diese fürchterliche, smogspeiende Maschine zu kümmern. Gozaimasu. Gut. Jetzt kein Smog mehr! Gut gemacht, Feschfrosch. Kein Problem, hat sogar Spaß gemacht. Okay, los, weiter geht's. Ja, okay. Und beeilen wir uns damit, Mann. So, was wir erstmal machen, ist natürlich klar, die Yokai heilen. Normal aus Brudes. Ja, aber ich werde mich hier wahrscheinlich offscreen damit beschäftigen, meine Yokai so bis Level 40 zu leveln, weil ich gerade sehe, so die kacken halt alle jetzt schon ab. Dabei dachte ich halt echt wirklich, dass sie genügend Erfahrungspunkte gesammelt hätten. Na gut, dann eben nicht. So, bei wem lohnt es sich denn hier ein Level abzumachen? Ich würde sagen, Shibanyan, Brudes! Als stärkste Kraft. So, die Technikstufe. Da würde ich sagen, Petzmeralda oder Stereoma, weil sie halt so heilen kann, damit ihre Heilfähigkeit verbessert wird. Ich, keine Ahnung. Woher soll ich das denn wissen? Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal ums Krämerviertel. Ich meine, wir hätten auch zum Kalabassenteichpark fahren können, machen wir aber jetzt erstmal gar nicht. Lasst mich aus dem Weg. Aus dem Weg jetzt hier! Lasst mich durch! Ich gehöre zur Nintendo-Polizei. Und hier hat sich jemand absolut nicht an die Vereinbarungen gehalten. Diese Unholde, was haben sie sich nur dabei gedacht? Da, ja. Ja. Ja, was? Keine Ahnung. Sag es, genau, sag es. Sag mir was sie da so gerade hier, keine Ahnung. Sag's mir! Los! Was man hier bei den Fieserkämpfen sagen muss. Ganz klar, ne? Es tauchen insgesamt 6 Yokai pro Kampf auf, deswegen sind die Erfahrungspunkte auch so hoch. Quasi, wenn ein Yokai stirbt, kommt der andere dazu. Also jeder Yokai-Spot hier resettet sich quasi einmal. Ja, das ist interessant, ne? Das haben sie garantiert noch vorher gar nicht gewusst. Deswegen sage ich es ihnen mal als Wikipedia Tendo HD. Ja. So, und hier warten wir auch wieder auf den Glückspilz. Also wir hatten ja gerade eben echt Glück gehabt, dass wir den Glückspilz bekommen haben. Wie viele Lebenspunkte haben die eigentlich? Ach, dieser Tre, wie hieß der nochmal hier? Kann ich die eigentlich anfreunden? Warte mal kurz. Das geht leider auch nicht. Schade. Komm, gönn mir einen Glückspilz. Daneben nicht. Daneben nicht, Bruts. So, du Punika-Flasche. Jetzt kriegen wir dich aber hier dran. Bittere Medizinereru. Also moin. Oho, die Geldwolke wächst. Teilweise meinetwegen, ich bin Konfusius. Du erscheinst mir in der Tat etwas konfus.
Gerissen, du hättest Teil von meinen Smog-Experimenten sein können. Tests an Maschinen und Yokai, um sicherzugehen, dass es klappt. Damit ist jetzt Schluss. Erledige ihn, Kai. Kann's kaum erwarten. Warum einen erfolglosen Kampf kämpfen? Der Smog beseelt euch doch alle. Ich verstehe euren Widerstand nicht. Es ist so konfus. Ja, 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 ja. Spar dir dein Ja, ja, ja. So, will Petsmerade dann jetzt gleich vielleicht mal eine Heilung machen bei Bashogun oder wie sieht's aus? Hm? Hast du Bock? Los, mach schon! Alter. Stereoma, es reicht. Trotz dieses Level-Ups von gerade eben, es bringt halt überhaupt gar nichts, ne? Es bringt halt absolut gar nichts. So, komm, Schaden, Schaden. Wo ist denn der Schaden hier? Och, ist das eine Kacke, ne? Egal, dann mach ich's halt nochmal. So, was soll ich machen? Natürlich. Ach, das ist doch. Ach, das ist doch Scheiße. Ah, ist das geil. So, dass du halt da manchmal nicht den Schaden findest. So, was willst du dagegen machen? So, als ob der hier keinen Schaden hat. Das hatte doch. Es regt halt so auf, ne? Als ob man den nicht. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt so schlecht, ne? Es ist halt so schlecht, ne? Dass es halt manchmal überhaupt nicht angezeigt wird, dass du es halt überhaupt manchmal nicht finden kannst, so. Also manchmal kotzt mich das ja halt extremst an, ne? Ist halt nicht normal. So, aber ihn konnten wir relativ oft besiegen. Was heißt oft? Schnell. Trotzdem ist Shibana wieder gestorben. Aus keinerlei Gründen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß nicht warum. Er ist eigentlich auf einem guten Level für diese Verhältnisse. Und trotzdem stirbt er. Das macht keinen Sinn, ne? Naja. Wieso hab ich verloren? Das ist so konträr. Denke, er hat ein anderes Wort gesucht. Trotzdem. Ja, Schlangenbrudes. Ein Smokeout-Schlag. Das war klasse, Viptor. Keine Zeit für Schmeicheleien. Wir müssen immer noch Frau Vergelt besiegen. Ja! Weiter geht's. Ich verstehe halt echt nicht, warum Shibana jedes Mal abkackt. Ich check's halt wirklich nicht. Ich kann's mir nicht erklären. Absolut nicht. Wenn Stereoma nicht heilen will. Sie hätte so oft Gelegenheit gehabt zu heilen und was macht sie? Sie heilt nicht. Das macht vollkommen Sinn, ne? Aber gut. Ah, regt das auf. Ich bin so froh, dass Yokai Watch 3 andere Wege geht in Sachen Kampf und so. Kampfsystem und generell Spielsystem, dass es hier so ein bisschen überarbeitet wird, weil so auf lange Sicht könnte das halt echt extrem aufregen. So, jetzt mal hier auf Glückspilzjagd, sehr gut. Ja, Schipanien, dankeschön. Das gleiche auch hier, weil jeder Erfahrungspunkt zählt halt und genauso werde ich das halt auch offscreen machen beim Erfahrungspunkte farmen. Genauso werde ich es auch so offscreen tun. Bakulia klingt irgendwie so wie so ein Getränk.
Bin ich der Einzige, der das denkt? Ja, komm. Das ist nicht Maracuja, das ist Bakulia. Los, beseelt uns doch mal jetzt. Danke, Bruts. Bakulia. Das ist hier und jetzt macht es natürlich Bakulia, aber also dann, wenn es drauf ankommt, macht sie das bei den Bosskämpfen oder bei den Bosskämpfen in Anführungsstrichen gegen Confusius und anderen nicht. Ja, gegen Confusius, gegen Miserica. Nö, hat sie nicht nötig, ne? Na gut. Ich weiß jetzt zwar nicht, wer Level abgegangen ist. Aber hey, ist doch gut. Ich merke schon, ey. Ich muss Opa Gusto rauspacken aus dem Team. Er muss raus, aber gegen wen? Soll ich ihn denn austauschen? Ich weiß es nicht. Na gut, Kyubi, was geht? Du wagst es, diese Stadt ohne meine Erlaubnis zu betreten? Was, ich? Hast du gerade mit mir geredet? Ich bin doch nicht der illegale Einwanderer. Der ist das. So. Ich bin ganz so mächtigster aller fieser Yokai. Ah, dickköpfig und geistlos, die schlimmste Art von Verbrecher. Du nutzt große Worte. Ich aber verteidige dieses Gebiet für Frau Vergelt. Das ist ein wichtiger Fleck. Gut, dass ich hier bin, um es dir wegzunehmen. Fiese Yokai übernehmen bald die Stadt. Du kannst uns nicht stoppen. Falsch, eigentlich würde ich mich nicht einmischen, aber ich mag dich nicht. Diese Stadt ist mir ans Herz gewachsen. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie ruiniert. Wir müssen wieder Frieden nach Glenzhausen bringen, Kai. Das heißt, dieses Gesindel loszuwerden. Richtig. Ich werde dich los, Geist. Okay, nächster Fight gegen einen Drecks-Yokai. Und zwar ganz so, ein fetter Tank. Und das meine ich wörtlich. Er ist fett und er ist tanky. Und er macht auch noch Schaden, wenn er mal trifft. Wir haben Glück gehabt, dass er nicht getroffen hat. So, beeil dich. Wer sehen kann, er ist schon fast tot. Das gefällt mir. Ja, da sieht man den Schaden, ne? Ja, war klar, ne? Das war schon fast klar, ne? Aber er wäre am einfachsten geklatscht. Also, ich finde, von allen dreien war er am einfachsten. Von allen dreien Elite-fieser Yokai. Und wie fast jeder vorm Level up steht, ey, wichtig. Sehr wichtig. Oh, Frau Vergelt, hab verloren. Tut mir so leid, eure Unfrisiertheit. Der komische Smog scheint von diesem Gerät auszuströmen. Also, was denn jetzt? Mal gucken. Das muss wichtig sein, wenn ein starker Yokai wie Ganzo es bewacht hat. Wir müssen das auf jeden Fall abschalten. Ja, ohne Witz. Und bye. Ja, das sollte reichen. Danke, Kyubi. Ich kann nicht glauben, dass dieser junge Mensch mir dankbar ist. Aber egal, wir müssen uns mehr um fieser Yokai kümmern. Kyubi ist zwar ein miese Peter, aber er hat recht. Lass uns weiterziehen. Sehr wohl, Brutz. Sehr gut, Kai. Jetzt sollte die Wolke aufhören, sich auszubreiten. Was ist los, Whisper? Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich spüre etwas sehr Kraftvolles im Süden der Stadt. Kraftvoller als die elitären Fiese-Yokai? Ist es Frau Vergelt? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Finde den Ursprung der Geldwolke. Sehr wohl, werden wir tun. Ja, ja. Aber dafür will ich nochmal einen Kampf abhalten gegen einen, gegen 6 Fiese-Yokai. Für die Erfahrungspunkte, weil ich will noch vor Level up, wenn möglich, in den Süden der Stadt kommen. Aber gegen dich kämpfen wir jetzt mal nicht, weil du bist eine Sau. Ja, ja.
So. Und jetzt... Auf geht's! Hier sollten wir ja richtig sein. Ja, genau. So, und dich werden wir jetzt noch bekämpfen. Und deine anderen 5 Homies, die du mitgebracht hast. Du Sau. Das ging echt schnell, muss ich sagen. Läuft. Los, beseelt uns! Beseelt uns doch! Hört auf uns abzulecken. Hallo? Gerade wenn ihr dann so einen Erfahrungspunkte-Orb kriegt, also eine Erfahrungspunkte-Sphäre kriegt, wo ihr doppelte Erfahrungspunkte kriegt, das ist auch geil. Weil denkt mal daran, dass ihr so pro Kampf auch so 1000 Erfahrungspunkte machen könnt und dann bekommt ihr so eine blaue Erfahrungssphäre. So ein blaues Erfahrungsirrlicht, ja? Da bekämpft ihr 2000 Erfahrungspunkte, das ist krass. Klar braucht man dafür auch so ein bisschen das nötige Quäntchen Glück, aber... Aber hey. Das habe ich nicht. Also bye. So, trotzdem gehen hier 5 Level up. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wichtig, wichtig, wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und jetzt auf zu diesem Punkt auf der Karte. Oh, hi. Was für eine Kraft. Uns steht ein starker Gegner gegenüber. Werden wir sehen. Ha, der große General Arachnius lässt sich dazu herab, mich anzugreifen. Spar dir den Sarkasmus. Du machst auf hart, aber jetzt lernst du mich kennen. Ich bin Feuerbert, der Beste der Besten. Erste Sahne. Oder Pudding. Du bist der 19-Cent-Pudding aus dem Supermarkt mit Gelatine drin. Also billig. Frau Vergelts Plan ist nicht mehr zu stoppen, aber der Kampf wird spaßig. Er wirkt sehr stark, Kai. Sei vorsichtig. Ich mache mir keine Sorgen. Gute Einstellung. Wird mir trotzdem Spaß machen, euch zu vernichten. Oh Gott. Also du musst halt echt hoffen, dass Stereo immer auch mal hier und da mal eine Heilung macht, ne? Oh. Los, Super Gusto, heil doch! Sagen wir, mach mal Saftus Ultiseel. Hoffen, dass wir sie vor ihm ausführen können, aber nee, ich glaube nicht. Wir haben so lange gebraucht. Was? Wir treffen. Okay. Krass. So, auf wen geht der Verheerschlag? Das killt ihn trotzdem, obwohl er seine Abwehrsteigerung hat. Das ist nicht fair. Das ist absolut nicht fair. Das macht keinen Sinn. Er trödelt. Wenn wir Glück haben... Oh, nicer Crit. Wenn wir Glück haben, könnten wir gleich sogar noch ihn stupsen. Perfekt. Ich finde den Schaden, ne? So. Jetzt zieh mir viel, dann bist du tot. Aber das macht keinen Sinn, Alter, weißt du? Safto hat seine Abwehr extrem gestärkt und trotzdem stirbt er von diesem Ultiseelschlag. Das macht keinen Sinn. Ich habe diese Ultiseel ja nicht umsonst gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Vergebt mir eure Faltigkeit. Ich habe versagt. Verherbert, schade, dass dieser Eifer nicht besser eingesetzt wurde. Ich hoffe, das ist der letzte Maschinen-Smog. Auch wenn nicht, hier hat es sich ausgesmockt. Ja, ja, ohne Witz. Wo
Was ein Doppelschlag. Das sollte dieser verächtlichen Wolke ein Ende bereiten. In Lenzhausen ist jetzt wieder alles beim Alten. Und ich möchte mal anmerken, bis hierhin gab es keine Extrasequenz. Ha? Also gut, die eine in unserem Zuhause, diese kleine Filmsequenz, die war schon neu, glaube ich. Aber ansonsten sieht es schlecht darum aus, ne? So, das ist so wie was Nathan gerade sagt. So, ob jetzt kommt jetzt eine neue Filmsequenz vielleicht? Sieht nicht so aus. Was sollen wir tun? Hier seid ihr. Hört zu. Nathaniel hat Frau Vergelt's Versteck gefunden. Echt? Ja, sie ist im Süden der Stadt bei der Abendrot Manufaktur GmbH. Abendrot Manufaktur GmbH. Gibt's ein Echo? Warum wiederholst du das hier? Hm? Ich mache einfach gern große dramatische Verkündungen, okay? Verstehe ich total. Auf zur Abendrot Manufaktur GmbH. Bist du sicher? Erstmal leveln, oder? Ja, genau. Erstmal werden wir jetzt leveln. Bevor wir überhaupt was machen. Das heißt, ich beende den Part und trainiere offscreen ein bisschen. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn wir das große Finale des Spiels antreten. Wissen Sie Bescheid. Ich werde schätzungsweise so auf Level 40 aufwärts gehen. Mit jedem Yokai. Vielleicht noch ein bisschen höher, mal gucken. Weil das kann so halt echt nicht mehr klar gehen. Deswegen, macht's gut, hauen Sie rein und bye.